Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und da hinten geht glaube ich schon die Sonne auf. Ja, 4.30 Uhr haben wir es jetzt. Und da unten irgendwo im Sandkasten spielt die kleine Mathilde. Hallo. Ja. Heute machen wir nichts anderes außer Mathildes Leben retten. Denn ich bin hier in der Sandkiste. So. Du brauchst Gras, ne? Jo. Du hast ja nur trockenes. Du hast ja nur trockenes Gras. Ja! Genau. Wohl, ach, eigentlich hätte ich Lust, was anderes zu machen. Ich glaube, ich gehe mal auf Spinnenjagd. Kannst du das so lange alleine bauen, ha? Nee, kann ich nicht. Ich frag ja nur. Bin hier auf deinen Materialsupport angewiesen. Ja, dann kletterst du einfach so hoch. Das ist doch eigentlich kein Problem. Doch, wir sind nämlich nicht bei Conan. Aber ich muss bald was essen und trinken. Hab doch kein Essen dabei. Ich hab was. Ich schaue mich jetzt auf jeden Fall erstmal hier unten um. Vielleicht finde ich hier ja irgendwas zum Bauen, außer trockenes Gras. Ja, ich bringe dir schon deine erste Lieferung. Also dann könntest du ja eigentlich schon gleich weiterbauen. Brauchst du nicht suchen. Ja, es sieht hier auch einfach alles nur nach trockenem Gras aus. Also... Ich habe den Eindruck, dieser Sandkasten wurde schon lange nicht mehr bespielt. Oh, das ist eine Schaufel. Ja, weil wir jetzt schon älter sind. Wenn wir hier wohnen, keine Ahnung. Nicht mehr ein, zwei Wassertröpfchen. Heinrich hier. Heinrich hat Durst. Oh, da. Don't even need to boil it. Doch. Den nehme ich auch nochmal. Da auch lecker Wasser bei dir in dem trockenen Gras. Oh, da fällt mir ein. Ich kann hier mal wieder mein Zeug in Ordnung bringen. Das ist jedes Mal so durcheinander. Das ist sehr nervig. Wie weit hast du denn schon gebaut? Ich würde sagen, noch drei Treppen brauche ich. Brauchst du noch Stängel? Zwei habe ich noch. Also es reicht ja für zwei Treppen, aber du brauchst drei, hast du gesagt. Tö, drei. Ja, Stängel haben wir ja auch noch genug rum. Na, ist doch eigentlich schnell gemacht. Oh, da kommt die Sonne. Wann bist du hell? Ich bin oben. Ja, eine kannst du trotzdem noch bauen. Ja, mache ich auch. Ja, mach doch mal.
So, ein Stängel fehlt noch. Ja. Warte, ich hab hier einen. Ein Grashalm. Ah! Oh, waren zwei. Dann gucke ich mir jetzt mal deinen Sandkasten da an. Ja, komm ich nochmal mit. Ich sehe gerade, die Treppe ist schief geworden. Naja, du wolltest ja erstmal wieder hochkommen. Ist ja auch echt fies, dass es hier keinen Eingang gibt. Oh, Katze, was tust du? Nicht wundern, die Katze ist mal wieder, Überraschung, über meine Tastatur gelaufen. Was so selten passiert. Katze tut Katzensachen. Oh, hier ist was zu essen gewesen. Also verhungert wärst du nicht. Oh. Wenn ich was zum Braten... Ich meine, ich habe noch Essen mit, also so ist es. Schnell raus. Vielleicht gibt's hier auch Spinnen. Ich glaube, wenn er später. Jetzt bestimmt noch nicht. Diese Gegend ist ja immer noch under construction. Jo, so sieht's ja auch aus. Nur einfach trockenes Gras, damit man von einer, wenn man vom Weiten guckt, ja, dass da einfach schon was, ja, da ist. Schade. Wir hätten auch, ja, rumlaufen können, hier gibt es keinen Ausgang. Nein. Ja. Haben wir auch das erledigt? Mann, war schon mal hier. Dann musst du was trinken. Ja, habe ich. Mission complete. Na, guck mal, eine Schaufel hättest du auch gehabt hier. Ja, halt. Die ist nur ein bisschen zu groß für mich. Vielleicht sollte das ein Beet sein und kein Sand. Ich finde, das sieht aus wie ein Sandkasten. Für mich ist das kein Hochbeet. Ja, keine Ahnung, aber so eine Schaufel brauchst du nicht im Sandkasten. Eine Ameise ist hier auch, guck an. Wie ist sie denn hier reingekommen? Hat sich einen Weg reingebuddelt vielleicht. Ja, oder einfach rübergeklettert. Sind hier denn irgendwelche netten Tautröpfchen für mich? Dann muss ich meine Flasche nicht... Also die Tautropfen, die ich gesehen habe, habe ich benutzt. Ups. Autschi. Oh. Nicht so dramatisch. Hast ja schief gebaut. Hab ich doch gesagt. Ihr seid runtergefallen, ey. Oh. Eine Gefahr fürs Leben. Was? Du musst da halt mal ein bisschen aufpassen, wo du hinläufst, ne? I feel a little less squishy now. Guck ich mir hier oben. Kann ich noch mal ins Gasland gucken. Waren wir schon mal hier im Gasland? Ja. Echt? Bei dieser Giftkartusche waren wir auch schon, ja? Ah, das ist vielleicht der Sprühflaschengipfel. Ja, weil Gift, und da kommt man an dieser Stange wahrscheinlich hoch. Ja, geh mal hin. Nee, da geh ich nicht alleine hin. Komm mal mit. Ja, okay, ich komm hier schon. Ich komm hier schon. Also ich laufe auf die Giftkartusche zu. Warte, ich setze noch meine Gasmaske. Ja, wir treffen uns. So. Ich war noch schnell was trinken. Vielleicht gibt es da Viecher, die aggressiver sind. Noch was zu essen, bleib mal stehen. Danke. Und dann können wir uns eigentlich wieder auf neue Aufträge von Bürgel holen. Ja, wenn wir da hinkommen. Oh, hier sind ja, hier ist ja alles offen. Hier hat da jemand seine Leitung reingeschaufelt. Hm. Hätte das nicht in der letzten Folge sogar erzählt? Ich weiß nicht, was du erzählst. Keine Ahnung, kann sein. Nicht zu. Wie immer. Oh, oh, was? Irgendwas ist hier. Ah, ich weiß nicht was. Irgendeine fiese Bedrohung. Ah, da oben sind... Oh, da ist eine Wolfsspinne. Die Wolfsspinne? Bin auf dem Stein. Ja. Ja, da ist eine Spinne auf Speed. Mist.
Komme ich auf einen anderen Stein? Kommt ihr hier rüber? Warte mal, wie viele Pfeiler habe ich denn? 52 habe ich. Mistvieh hat sich bewegt. Hat sich aber nicht geheilt. Yo. Yay! Siehste, zusammen geht das viel schneller. Supitupi! Oh, toll, die ganzen Pfeile sind da hinten runtergefallen. Kampfmusik? Sind wahrscheinlich diese dämlich mutierten Viecher. Ja, die Rüsselkäfer, die explodieren. Katsching, neue Pfeile. Wir brauchen noch diesen infizierten Pilz für irgendwas, oder? Ja, für irgendwas braucht man den. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf was, aber das kann man ja gleich nochmal in Ruhe nachschauen. Ja, oder später. Ich muss jetzt erstmal hoch. Oh, hier sind auch Pfeile gelandet, cool. Achso, ich wollte ja eigentlich da gucken wegen des Sprühflaschengefülls. Ah! Scheiß Gras, geh weg! Das ist eine tote Ameise. Praktisch. Doppelmist. Doppelmist. Haha, ich hab ihn. Nicht heruntergefallen, verdammte Kacke. Mist, ich auch. Doch gehen. Ich nee. Glaube minimal zu spät. Ich auch früh nicht. Abgesprungen. Oh, aber von dem ja. anderen Stein könnte müssen es gehen. Müssen wir Steine hoppen machen, ha? Huh? Erstmal auf den da. Nope. Hack jetzt. Oh, ich muss jetzt mal was essen. It's pretty good. Wie kommt man hin? Ich glaube, es kommt gleich noch eine Kackspinne. Muss doch irgendwie hochkommen. Hm. Na, sonst müssen wir uns wieder eine Treppe bauen. Ich glaube, es ist das Einfachste. Wir haben hier noch Gestänge ja. da quasi. Sind da nur eine Treppe vielleicht? Ja, eine Treppe müsste reichen, dass man dann hochhüpft. Ich hol mal Material, du kannst ja schon mal planen. Okay. Ich suche einen schönen Platz aus, wo es nicht ganz so hoch ist. Ja, ich glaube, der hier ist ganz gut, der Ort. Ich glaube, ich laufe mal zu viel. Und wieder Durst. Ist doch nicht. Alle Tautropfen weg, Mathilde hat alle leer getrunken. Nee, eigentlich nicht. Keine. Ich habe von unserem Dings was genommen. Da ist es gleich. So, Gras habe ich hier schon mal. Nice and clean. Stänge brauchen wir. Also nur eine, ja? Oder zwei? Ja, nimm mal lieber zwei mit. Das ist besser. Als wir doch zwei Treppen bauen müssen. So. Nur so zwei, drei Grashalme. Komm zu mir. Ich sehe dich. Mhm.
Okay, wir brauchen noch eine Treppe. So. Ah, Pfeile, guck mal. Oh, hier oben wird die Luft wieder besser. Ja, hier können wir was bauen. Cool, jetzt habe ich aber nichts, damit ich auch... Einen Sprössling und ein Kleeblatt brauchen wir. An beiden bin ich vorbeigelaufen. Na. Jetzt genieße ich erstmal die Aussicht. Mach mal. Ich habe so viel gebaut, dann... Ah, jetzt muss ich hier nur... Nein! Scheiße, bist du irre? Ich wollte nicht runterspringen. Wo war denn da hoch? Ja, genau das war mein Problem. Scheiße. Bist du irre? Someone help me! Wir haben Gott sei Dank, glaube ich, noch eine Gasmaske über. Scheiße. Nehme ich gleich noch ein Kleeblatt und ein Dings mit. Hey, was bist du eher als ich hier? Tja, ja, gestorben. Hast du die Gasmaske? Das keep me safe. Jupp, und eine Keule. Okay. Nimm mal zwei, was ist ein Arschlochkicker? Schon. Nimm mal zwei, ja? Zwei was? Ja, oder ein Ding, womit wir... Ach, ich hab schon. Die meinte ich. Ich weiß immer noch nicht, was du meinst, aber ich hab's gehört. Ein Pusteblumenschirmchen. Ja, genau. Ich hab mich schon. Du musst mir vor allem dann eine Gasmaske bringen. Ja. Ah! Feder! Geh weg! Ah, immer noch Ameisen. Ameisen. Scheiße. Ja, ich laufe auch durch einen Ameisenhügel. Ich weiß auch gar nicht, ob ich richtig laufe. Ah, hier sind noch, das sind zwei. Und ich hänge zwischen Gras? Nein, doch. Oh, ich habe Feinde. Oh, toll. Ich bin hier schon beim Gasgebiet. So. Ich bin komplett falsch gelaufen. Da lang. Ah. Aschkäfer nicht, aber. Winkelkäfer, wie wir die getauft haben. Ja, ein Panzer. Keine Zeit zum Kämpfen. Geht einfach nach Hause. Gib mir auf. So. Bin gleich bei meiner Leiche. Das ist schön. Ich komme nicht näher ran. Oh, ich höre wieder Kampfmusik. Oh, das hört sich cool. Hört nicht. Mal Kies. Ach, Milbe. Weil ich von der Milbe weg. Ich spuck ja! Verdammt, ich hätte zu Hause noch was essen sollen. Verdammt! Die hat mich fast gekillt, diese scheiß Kackmilbe. Da kommt schon die nächste. Kackt gegen deine Mutter, ey.
Ja, dann nutze meinen Gasmasken. Ah. Oh, das ist Science. Gut, dass ich da gestorben bin. Alles nicht. Dann jetzt erstmal raus. Genau, erstmal zu der kleinen lieben Mathilde. Erstmal heilen, falls ich gleich am Bild werde. Juhu! Ich krieg eine Gasmaske! Sind beide gleich schlecht. Verrottende Gasmaske. Juhu, ich kann mein Zeug holen. Schalalalala. That should keep me safe. Safer. Jo, dann hole ich mal Klee. Hab ich. Ich hab das Zeug mit, das wir brauchen. Ach so. Oh. Was denn, oh? Hier ist ein böses, verseuchtes Viech. Töten können? Nein, weil ich nur spärlich ausgerüstet war, weil ich erstmal mein Zeug haben wollte. Ich gerade nicht. Hast du dein Zeug bekommen? Ja. Ja. Wo war das Sprühding? Ist da. Komm nochmal mit. Okay. Aber bevor ich hochklettere, rüste ich mich jetzt aus. Pusteblume! Wenn ich jetzt falle, muss ich das drücken oder gedrückt haben? Shift, ja. Zumindest steht da, dass du sollst. Welche Taste war wieder Shift? Die Hochstelltaste. Ah. Das ist ja klar, ey. Weiß sie da, welches jetzt ist. Ich hab nichts mitgenommen. Trau mich gar nicht. Oh, man sieht sogar die Treppe von hier hinten. Welche? Die wir gebaut haben. Ah, oh, cool. Ich sehe sie nicht. Hm? Da ist der Sandkasten. Da siehst du keine Treppe? Ich sehe so ganz kleine. Ist sie nicht. Ah, guck mal, da sind Stufen. Ich habe mir die Aussicht ja noch gar nicht genau angeschaut. Ha, man könnte da noch mal unter der Veranda gucken, wo der Steinweg endet. Wollen wir das mal machen? Wenn Gott, direkt... Aber ich habe nicht so viel zu essen mehr. Oder... Ja, ich auch nicht. Aber ich kann ja kurz gucken. Ja, genau. Ich könnte was, also ich könnte was braten, also. Dann warte, ich hoffe, ich krieg das mit Shift hin. Spring du mal zuerst. Nee, das ist genau. Irgendwie läuft das nicht. Na gut. Okay, funktioniert, ja. Mhm. Oh, ich kann sogar vorwärts gleiten damit. Funktioniert nicht. So, oh. Wie jetzt nicht funktioniert. Shift-Taste. Niet. Peter, hang in there. You're vielleicht habe ich okay. Das umgestellt gehabt damals, keine Ahnung. I'm alive. Also es wird mir hier sogar rechts angezeigt. Ah, ich habe den Fehler gefunden. Ich habe es nicht ausgewählt gehabt. Ich dachte, ich habe es ausgewählt, aber ich hatte es nicht ausgewählt. So, vorsichtig, da ist ein Spinnnetz. Hier könnten Spinnen lauern.
Da ist eher eine Milbe, die spuckt. Hm. So, gegen Milben helfen nur Bögen. Es ist ja so klein, triffst du ja nicht. Oh. So weit weg. Oh, hier ist auch irgendwo was. Ja, irgendwo ist hier Science. Nee, in deine Richtung mehr. Na, ich nähere mich anscheinend. Ich habe zumindest schon vollen Ausschlag hier. Das heißt, das muss hier irgendwo sein. Vielleicht auch auf den Stufen. Oh. Hier ist ganz schön viel Spinnengewebe. Ja, bisher habe ich noch keine Spinne gesehen. Hm. Kann sein, dass das über mir ist. Tote Ameise, tote Rüsselkäfer liegt hier einfach rum. Sind bestimmt am Gift gestorben. Oh, hi. Hm? Was mich gerade ein bisschen erschreckt. Also, falls wir Spinnengewebe brauchen, ne? Weiß nicht, ob wir das brauchen. Aber ich habe keinen Platz mehr. Also ich könnte jetzt essen oder hier sind Ameise. Ameisenbrocken kann ich fallen lassen. Oh, Essen ist ein guter Hinweis. Ich schaue noch einmal kurz auf die Veranda hoch, ob ich da was sehe, beziehungsweise auf die Stufe. Und dann hole ich mir ganz fixe was zu erfuttern. Und das? Gibt es ja Pilze? Kann ich das sammeln? Die Leuchtedinger? Nee, habe ich auch schon geguckt. Hm. Ja. Bist du da wieder hochgekommen? Achso, ja, klar. Hm. Nee, ich sehe ja nichts, aber ich muss jetzt tatsächlich ganz dringend was zu futtern holen. Auf der anderen Seite war eine Safttüte. Ob ich die jetzt finde? Ich weiß, dass hier irgendwo eine Safttüte war, aber... Hm. Ja, die Richtung müsste passen. Ja. Autsch. Hat man die schon entdeckt gehabt? Oh Gott, ich renne hier gerade in eine Höhle rein. Oh Gott! Ah! In der Höhle soll es jetzt nicht reinlaufen. Light. Burn back the shadows and turn away the inky depths of the night. Mami, ich will doch nur zur dummen Safttüte. Am Fuß. Wow! Ich finde gerade die Safttüte tatsächlich. Ah, da. Scheiß Milbe. Hinter der Safttüte ist auch noch was. Hier. Da ist so ein großer Brocken. Ach, sehr gut. Okay. Ich hoffe, es geht jetzt ein bisschen besser. Ja. Aber von mir aus können wir trotzdem abhauen. Okay. Ich dachte gerade, das wäre eine Spuckmilbe auf einmal. Ich würde mir tatsächlich diese Höhle noch mal kurz gerne anschauen. Ja, komm, dann mach. Oder wollen wir das dann, bevor wir es vergessen? Komm, dann, die finden wir nie wieder. Ja, das hoffe ich auch. Weil ich ja gerade so ein bisschen kopflos hier durch die Gegend gerannt bin. Hinter dir. Noch eine? Hinter dir? Ja, Moment, ich habe gerade kurz die Waffe gewechselt. Damit ich Waffe und Licht tragen kann.
Das war irgendwo. Weil es hier einfach überall krabbelte. Aber ich weiß leider tatsächlich nicht mehr genau, wo. Brüsselkäfer! Achtung, der explodiert gleich. Alter, der hat sogar Gras weggefetzt. Hier ist ein Grasbrocken. Warte, hier ist das Wasser schon mal. Hier. Oh toll, hier ist gar nichts. Nee, mit Wasser. Toll. Ich dachte, hier wäre noch was. Gut, dann versuchen wir jetzt hier erstmal wieder aus diesem Gasland rauszukommen. Ja. Es ist wirklich schon wieder Nacht. Na ja. Gut. Weil bisher haben wir kein Glück gehabt. Also ich auf keine Spinne gestoßen. Ja, doch eine, aber die war ja auf dem Stein fest. Aber ich dachte, hier, in der Ecke sind ja Haufen Spinnen. Hätte ich auch. Also ich muss das nicht haben. Dacht. Was ist das denn für eine Anzeige? Das ist nicht unser Zuhause, das ist die Campingbank. Warum auch immer das als unser Zuhause markiert wurde, keine Ahnung. Und dann wissen wir ja, wo wir sind, dann müssen wir nur noch nach rechts. Ja. Da sind Stinkwanzen. Ja, die hat sich zwar erst getötet, alle. Jetzt leben sie wieder. Hätte wohl die Eier töten. Ja, was? Vielleicht sind sie auch wie Orks. Einfach durch Schuppen entstehen. Pilze. Ja, so sind die Warhammer 40k Orks entstanden. Das ist schön für die Warhammer 40k. Warhammer 40k Orks. Wie das in der alten Welt von Warhammer war, weiß ich nicht. Ach ja, Ameisen mögen mich jetzt auch nicht mehr, weil ich ja meinen Gashelm aufhabe. Ja, ich habe mein Gashelm gerade schon ausgepackt. Stroh essen. Noch mehr essen. Inventar ist voll, hier liegt Essen. Egal, lass Essen essen. Ich glaube, der Arschlochkäfer ist wieder da. Ja, das ist nervig. Nimm's mir jedes Mal, was da wieder unten zuzumachen, aber ich vergesse es einfach. Geräusche nerven mich einfach immer, wenn der da unten ist. An Ameisengeräusche habe ich mich schon gewöhnt, aber das Arschlochgeräusch, das mag ich einfach nicht. Ich wollte noch mal gucken, was ich für schöne Pfeile brauche. Schöne Pfeile? Was willst du denn für schöne? Ja, Federpfeile. Just close your eyes and imagine it's a fruit pounder. Krähenfeder und Seidenseil. Also ich brauche erstmal wieder Reparaturkits. Sehe ich gerade.
Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Break und nächstes Mal geht's weiter. Weißt du schon, was wir nächstes Mal machen wollen? Na, wir könnten auf jeden Fall zu Burgle gehen und uns Aufträge. Ich würde sagen, wir töten nächste Folge erstmal ein Arschlochkäfer. Das ist eine Wanze. Hinterm Haus. Egal, wir töten erstmal, also wir töten die Wanze. Alter, die sind echt teuer. Du kriegst echt nur ein Pfeil pro Feder und Seide raus. Krass. Teuer. Wie viel Schaden machen die? Ich weiß nicht, ich hab's noch nie ausprobiert. Geht doch gar nicht hier. Wie ist vielleicht bei der Herstellung? Hey! Nicht den Bogen werfen, bist du dumm? Wir können es ja mal bei der Wanze ausprobieren. Wo ist sie denn? Ja, aber es wäre doch schon eine Anzeige. Also, ja, hier, der macht irgendwie Stinkerpfeil, keine Ahnung, dann Giftpfeil. Aber wie viel Schaden pro Sekunde macht er denn? Er schießt die Wanze. Ey, lauf nicht mit meinen Pfeilen weg! Boah, jetzt hämmerst du da die Pfeile rein, das Vieh läuft weg, oder? Nee, was? Ich hab jetzt die anderen Pfeile genommen. Also ich hab den Eindruck, die macht genauso viel Schaden mit den normalen Pfeilen, aber ich glaube, die Federpfeile fliegen einfach weiter. Das kann sein. Was nützt dir das, wenn sie weiter wegfliegen, wenn die Anzeige nicht so weit ist, weißt du? Ja. Ich will noch irgendwas. Arschlochkäfer! Scheiße. Arschlochkäfer! Warum ist da eine Agro-Ameise in der Ecke? Oh, da will er dahin, wo ich bin. Wuhu! Geh doch mal weg. Oh, da kommt der hinterher. Na komm, über die Falle, du kleines Arschloch. Ich stink dich auch gleich zu. Ich muss pupsen. Komm her. Oh, ich pups dir ins Gesicht. Nein! Hier stinkt's. Lass mal die Pfeile aufsammeln. Wie viele Sekunden hast du noch? 20. Krieg dich. Ja. Na gut, ich will nicht so sein. Danke. Arschlochkäfer und Wanze gekillt. Well, that was a near-death experience. Also ich möchte gerne 20 normale Pfeile und 12 Federpfeile wieder haben. Die Federpfeile will ich nicht. Aber von den anderen hätte ich auch gerne 20. So viele hatte ich nämlich. Du läufst immer dran im Feind vorbei. Ich müsste meine jetzt haben. Ich hab meine, aber die Federpfeile vermisse ich. Warte mal, zwei Federpfeile. Ob ich welche habe. Zwei Federpfeile vermisse ich. Ja, habe ich. Hier, schmeiß ich dir wieder raus. Ja, zack. Federpfeile. Der ist hier hochgeflogen. Ist ein Pfeil. Ja, gut, dann haben wir sie schon getötet. Ja, dann weiß ich auch nicht, was wir nächste Folge machen. Ja, lass uns zu Burgle hüpfen. Ach, mal dieser Burgle. Naja. Ja, wir könnten auch noch das vierblättrige Kleeblatt holen. Hatte uns vor einigen Folgen ja die liebe Eule geschrieben.
Und ich glaube, ich möchte die Nacht schlafen, damit ich wieder fit bin. Ja, das ist eine gute Idee. Gut, dann geht auch mal schlafen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.